Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im True Farming 2 Projekt hier auf der Rehbach am Landhandel. Servus! Hi. So, Fritz, du kannst los. Ich habe aufgefüllt. Geht aufs Haus, ne? Ja, perfekt. Dann wünsche euch was. Jo. Okay. Bis später. So, Guido. Einen Moment, bitte. So. So, Sven. Bist du ready oder was? Wollen wir jetzt mal hingehen? Jo. Na klar. Das ist doch super. Dann. Aber der ja. Andreas ist noch hier. Oh. Mit dem müssen wir noch. Ja, und Andreas. Servus. So. So, Andreas, du hast schon geladen? Nö. Aber du willst jetzt Kalk holen, wa? Boah, ob ich das will, ist eine andere Frage. Haben wir auf jeden Fall gut drin. Wenn wir irgendwann mal wieder Luft haben, können wir auch mal wieder ein bisschen Export fahren, glaube ich. Ja? Gut, dass du Export gerade sagst. Haben wir da denn noch Getreide drin für unsere Mühle? Nee, Getreide. Doch, Gerste haben wir noch, 8000 Liter. Aber gut. Das ist ja... Gewinnst du auch keinen Pokal mit, ey. Nee. Apropos Mühle, Andreas. Ja, mir ist das gerade auch eingefallen. Wie sieht's denn aus an der Mähe, Freund? Ganz viele Paletten. Ganz viele Paletten. Mhm. So ja, viele, dass mein Steiger kaputt gegangen ist. Oh Gott. So. So. Und guck mal jetzt auf dein Konto. Oha, krass. Ah. Das habe ich vom Verkäufer gekriegt. Kann ich dann gleich mal eintragen. Ist das nicht eine schöne Summe? Ja. Finde ich auch. Das hört sich gut an. Und scharf kommt. Das waren 30.000 Liter, ne? Glaube ich. Ja. Okay, also wenn du heute in absolut der Langeweile verfällst, könntest du nochmal abfahren. Also wir haben nochmal 27.000 Liter an der Mühle. Ja, ich muss nur gucken. Ihr braucht ja auch noch eure Gärreste, ne? Ja, ne, wie gesagt, nur wenn du Langeweile hast, ne? Ne, nur wollte ich dir so sagen. Guten Tag. Aber ich fahre jetzt erstmal wieder, ne? Jo. Bis später. Eine Seemaschine. Mach gut. Düngersteuer bestellt. Ah. Wir hatten da zwei zur Auswahl dabei. Oha. Bin ja für den Futuristic und für den Amazon. Ja, hier so die Amazone, ne? Was kostet die? Die Amazone? Die ist tatsächlich die günstige Variante hier. Ich glaube knapp 65.000. Und Arbeitsbreite? Das ist der Knaller. 42 Meter. Und der andere 25, ne? Der Bredal? 18. 18? Ja. So weit scheiße, aber der Bredal hat mehr Fassungsvermögen. Ja, wie viel passt denn da in die Amazon rein? Die Amazon, die hat 10.000 Liter. Maximal 4 Tonnen allerdings Achslast. Ja, und der glaube ich 14, ne? Der hat 19.000 fast. 19.000. Bei knapp 7 Tonnen Achslast. Ja, also, weil halt ist ja auch ein Zweiachser. Ja. Was meinst du? Schon, ne? Svenny Boy. Amazon? Welcher von beiden ist teurer? Der Bredal wahrscheinlich, ne? Der Bredal ist teurer genug. Ja, der kostet fast 90.000 Euro mit Aufwand, der große. Mhm. Beuteiler, ne? Ist halt die Frage, ob wir so was Großes brauchen, ne? Für unsere Felder. Also ich würde eigentlich sagen, die Amazon reicht hier. Ja, glaube ich auch. Mit der können wir ja trotzdem auch Kalk schmeißen alles, ne? Ja. Geht da auch Festdünger mit? Nee, Kalk macht die nicht. Kalk macht die nicht? Nee, das schafft nur der Bredal. Macht nur der Bredal. Das ist ein reiner Düngerstreuer. Ja, dann würde ich doch sagen, der Bredal, weil damit können wir beides machen. Sonst müssen wir wieder eine Maschine kaufen, brauchen wieder mehr Platz, kostet wieder Kohle. Kalk lässt sich auch nicht so weit werfen, ne? Ja. Aber gibt's den Bredal noch in einer Nummer kleiner? Ja, sicher.
Weil ich glaube jetzt mal, ehrlich Guido, für unsere Feldgrößen meinst du nicht, dass er ein bisschen... Ja, da fährst du eine halbe Bahn hoch, bist schon fertig, ne? Ja, also, es gibt unterschiedliche Varianten. Es gibt den als Einachser noch. Ja. Und dann gibt es den natürlich auch ohne Streuteller. Also, was hier hinten noch extra dran ist. Der doppelte Streuteller. Ja. Wir nehmen den einfach eine Nummer kleiner. Mal mit Streuteller und Aufbau. Ja, ja, ja. Johann, hast du den Preis im Kopf? Na, warte, ich guck mal aufs Tablet. Ja. Ja, Kalle, weil du ja letztens hier unseren LKW demoliert hast, da kostet es doch bestimmt mit dem Preis ein bisschen entgegen, oder? Den LKW demoliert. Ja, die Scheibe eingeschlagen oder. Ach, das war ich doch nicht. Ja, also. Das muss, vielleicht ist er irgendwie ein Schuss abgelenkt worden. Da haben wir 55.375. Ja, das hört sich schon besser an, unsere Buchhaltung. Ja. Ja, da können wir 52 können wir da, glaube ich, machen. Ja, passt immer. Ja, gut. Dann drücke ich auf Bestellen, Kalle, ja? Ja, mach mal. Drück auf Bestellen. Ich drücke auf Bestellen. Bringen wir die Vorführer zurück und dann kannst du die nachher ausliefern. Ja, okay. Kalle, was kriegst du die Mähwerke? Da hatte dann der Oswin vorhin gesagt, da sind wir bei 84,5. Ist das richtig? Ja, muss mal kurz gedanklich abstreifen. Was? Das will er abstreifen. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Nicht, dass er also die Rechnung habe ich euch geschickt für die Mähwerke. Achso. Ja. Na dann, bitte. Ja, die ist raus. Genau. Das ist gut. Siegfried, Mensch, geht's dir gut? Ja, soweit und selbst, Kalle? Ja, schöner Tag. So, ja, sorry. Würde ich aber nehmen. Ja, der Rosenberg ist hier gerade außer Haus. Er ist mal ein bisschen so ruhiger, anstrengend. Ne? Ja. Kennt man ja. 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 Oh, Entschuldigung, Ladies, ich bin heute ein bisschen müde. Der Sven, der hat die ganze Nacht ja rumgezockt. Ich habe nur die Ballerei gehört. Der hat da irgendwas im Call of Duty gespielt. Was? Ich bin fertig. Cool. Ja, Entschuldigung, das war nun mal. Ich bin da emotional auch mit drin. Das habe ich gemerkt. Solche, dass man solche Menschen so beleidigen kann, habe ich noch nie gesehen. Noch nie gehört. Ja, es tut mir leid. Das passt ja zu ihm. Was soll denn das jetzt heißen? Ich habe ja noch niemanden beleidigt. Ich vergessen, wie wir uns hier kennengelernt haben. Ja, aber da habe ich nicht beleidigt. Das wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Ich war nett. Er hat die Leute da Tiernamen gegeben, die Tiere kannte ich gar nicht. Na gut, Tiernamen geben ist ja nicht immer eine Beleidigung. Oh, die schon. Oh, die schon. Uiuiui. Ach ja. Ja gut, dann, Johann, machen wir uns wieder auf den, auf den Dackel. Dann schwingen wir die Pferde. Ja, mach das. Danke für den Auftrag. Ja, bitte, bitte. Ach, nicht abhauen. Wir bräuchten mal eine komplette Wartung unserer Maschinen. Der Deutz, der fährt schon auf, weiß ich nicht, ich habe schon Angst vor, dass der überhaupt normal angeht. Naja. Man kann, sollen wir die dir. Oh, wo bist du jetzt? Entschuldigung. Der ist ja immer noch nicht umgemeldet hier. Nee, hab ich vergessen. Muss ich noch machen. Ja. Wartung. Ja, da war doch erst neu. Ja, ja. Aber trotzdem, ja. Nee, der war doch gebraucht. Den hattest du gebraucht, doch. Ja, sicher. Ja, aber der muss auf jeden Fall mal gewartet werden. Die anderen Maschinen auch alle, also. Ja, wollt ihr die vorbeibringen oder? Ja, das war jetzt meine Frage. Macht ihr das auch hier am Hof mit einmal alle? Nee. Habt ihr so einen Service-Truck oder sollen wir die zu euch bringen? Ja, theoretisch, ne, für kleine Reparaturen, aber für eine komplette Wartung, da weiß man ja nicht, was einen. Ich habe ja ein riesen Teilelager da oben. Ja. Kann ja nicht alles mitnehmen. Wir bringen dir die irgendwann mal so einzeln vorbei, wenn wir die gerade nicht brauchen und so, dann lassen wir die mal eben kurz so stehen und fertig. Ja, das ist das Einfachste. Ansonsten kann ich die auch abholen lassen. Ja, gucken wir. Wir gucken, wie es passt. Wenn wir jetzt gerade keine Zeit haben, dann lassen wir die uns gerne abholen. Haben wir Zeit, bringen wir sie mal eben hoch. Ja, gut. Machen wir so. Ja, machen wir so. Ja, dann. Alles klar. Ruhe schaffen. Da euch auch. Cool. Und sucht ihr neue Mitarbeiter. Ja. Bitte! Ja, den hab ich gefressen. Ich dich auch schon lange. Ach, schon lange? Wann denn? Ja. Seit wir uns das erste Mal gesehen haben, war es für uns sympathisch. Ach echt? Wieso? Ihr seid ja richtige Freunde, ihr solltet mal was zu essen gehen zusammen oder so.
Einfach, ja, den Trecker auf der Straße stehen lassen. Welchen Trecker auf der Straße stehen lassen? Ja, wo ich dann noch loslaufen musste, musst du den da wegholen, weil er alles blockiert hat. Was? Das und das macht dich wild? Ja, das, wir hätten fast noch Strafe gezahlt dafür. Für das, was du machst. Johann, auf jetzt. Ja, zisch ab hier. Das Labern zahle ich dich nicht. Sonst kriegst du gleich hier Hausverbot. Oh, ist gut, dann brauche ich das ja nicht herbringen. Aber zahlen tust trotzdem. Kollege, reiz mich heute nicht. Ich habe mit diesem komischen Bauinspektor da gesprochen, zwecks den Weinreben. Ja. Er sagte, du sollst einfach die Kisten mit den Materialien einfach zu dem Feld hinbringen und er wird sich dann mit seinem Angestellten darum kümmern, dass sie dann halt gesetzt werden. Okay. Dann machen wir das so. Also soweit genehmigt, muss man nur gucken, dann einfach dahin zu ihm, vielleicht dann kurz eine Info geben, dass sie da sind, dass wir anfangen können. Ja, machen wir so. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Dann sind die Weinreben eigentlich mittlerweile schon mal bei dir angekommen? Nee, das sind die Kisten, die ihr bringen solltet. Ja, genau, ja. Dann müsst ihr uns mal mit ihm sprechen oder so. Ja, nee. Sag mir nur, ich soll dir Bescheid sagen, dass die geliefert werden dürfen und dass die aber selber platzieren wollen wegen Baurecht oder was auch immer. Ja, okay, machen wir so. Alles klar, mehr wollte ich gar nicht. Okay, weiß ich Bescheid. Bis dann, ciao, ciao. Jo, bis dann, ciao. Ja, komm, Sven, machen wir weiter. Ja, wie jetzt, was, also ich würde jetzt sagen, was wollen wir jetzt machen, Guido? Komm. Ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt hoch zur BGA und werden da jetzt erstmal ein bisschen mähen. Machen da mähen? Ja. Mähen. Willst du mähen? Ja, oder? Ich mähe, du sammelst, passt. Okay, ich fahre schon klar. Mal vor. Jo, ich komm. Jo. Hinter, ja. So, meine lieben Freunde, während wir da hochfahren, würde ich noch mal ganz kurz eben was ansprechen. Und zwar lese ich immer mehr in die Kommentare, wer ist denn hier Chef und oh, warum macht denn der Sven da alles und bla und blub. Das hat mehrere Gründe. Als allererstes ein Hauptgrund, warum ich eigentlich da alles Sven mache, ich bin sehr schlecht im Verhandeln. Ganz schlecht. Also das ist bei mir so, ich knicke immer sehr schnell ein. Deswegen bin ich schon mal froh, dass der Sven das macht. Zweitens, wenn ich alles hier machen würde, würde ich den Landhandel sehr, sehr selten verlassen. Und ich denke, dass für euch das sehr langweilig wird, wenn ich die ganze Zeit nur am Landhandel stehe und dort irgendwelche... Scheiße, jetzt habe ich mich verfahren. Geschäftsgespräche führe und nur in meinen Listen darum Eier und alles eintrage und sowas. Und außerdem, das ist dann der nächste Grund, möchte ich das eigentlich so machen, den Sven damit, also komplett eigentlich mit einbeziehen, weil wir sind hier nur mit zwei Mann und hier ist echt viel Arbeit, auch was im Hintergrund mit den Listen und sowas angeht. Wenn ich das alles, alleine machen müsste und alles nur ich, da komme ich gar nicht hinterher. Das habe ich ja gerade schon gesagt und mit zwei Mann muss man schon da was lassen und der Sven, der baut ja auch keinen Scheiß, der macht das ja auch alles ordentlich. Es war ja jetzt nicht so, dass er mich hier verarscht oder sonst was und von daher genießt er im RP, sage ich jetzt, das Vertrauen von Guido und Guido lässt ihn da machen, sage ich jetzt mal. Und im Real Life vertraue ich Tom und lass ihn das so machen. Deswegen habe ich damit so kein Problem. Und weiß ich nicht. Tom, willst du noch irgendwas dazu sagen? Ich wollte das nur mal angesprochen haben, damit die Leute wissen, warum, wieso, weshalb lasse ich da das Sven machen und mache das nicht alles selber. Ne? Nee, alles gut. Es geht halt auch ein bisschen darum, dass du halt auch mal anderen Content zeigen kannst. Also klar gehört das alles mit dazu, aber... Es hat mir halt, glaube ich, keine coole Folge zum Angucken, wenn du die ganze Zeit irgendwie über eine Excel-Tabelle hängst und irgendwelchen Mist eintippst. Da ist es doch lieber schöner, wenn du mal irgendwo hinfährst und irgendwo was machst oder so. Das ist, glaube ich, ansehnlicher, auch für die Leute, die zugucken. Ja, glaube ich auch. Was ist das jetzt hier? Ich flippe hier aus. Die reizen mich alle mit Absicht. Ich weiß das. Die wollen, dass der Fritzel rauskommt. Und der kommt auch gleich. Aber der es abbekommt, der tut mir jetzt schon leid. Das sage ich dir so, wie es ist. Hast du was gesagt, Sven? Sven?
Ach, Scheiße. Sven? Guido, hörst du mich jetzt wieder? Ah. Ja, ich höre dich. Oh, hier oben ist Funkloch. Okay, ich habe mich verfahren, ich komm. Bist du irgendwo noch Bockwurst essen oder was los? Nee, die stehen da an der Straße, eine ganze Straße gesperrt mit zwei Hänseln und der andere fährt nicht weg. Er steht daneben mit der Nase am Bohren, guckt mich fünfmal ins Gesicht an. Wir beide ausgestiegen, also fehlt nicht mehr viel, dann klopp ich hier einen in Rehbach nieder. Immer drauf da, lass dich bloß nicht vom Lönzi erwischen. Ja, das ist das Ding. Hallo? Ja, hallo, der Fritz hier. Ich bin bei euch auf dem Hof. Ja, moin Fritz, moin. Ich brauch Saatgut. Du brauchst Saatgut? Ihr seid hier ja nicht. Nee, wir sind gerade hier am Arbeiten mit unserem neuen Gelände. Wie viel brauchst du denn? Warte mal, einen Moment, warte. So, Auftragsübersicht. So, wie war dein Name? Fritz. Ich arbeite doch fürs LU gerade und ich brauche da meine Sämaschine wieder vollgemacht. Für LU? Ja, genau. Ach, du warst das mit dem 400 da, ne? Das kann sein, dass da 400 drin waren, ja. Ja, fahr mal unterm Silo, mach mal voll und dann passt das. Alles klar, so machen wir das. Jo. Bis später, danke. Jo, bis später, ciao. Sven? Ja? Der Typ vom LU hat gerade angerufen, der steht bei uns am Landteil, der braucht wieder Saatgut. Ich habe gesagt, er soll einfach mal voll tanken, gut ist. Ja, wir haben doch von denen Ladewagen. Ja, deswegen. Nur zeig mal das geile Ding hier, jetzt bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt auch drauf gespannt, ey. Alter, das kommt ja hier alles rausgefahren. Machen wir mit Schwartablage wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Ne, dann kann ich ja gleich hinterher fahren mit dem Ladewagen. Ja. Krass. So. Komm, schmeiß mal einen Riemen auf der Orgel. Oh, aber die sind nah an mir dran, warte. Lass mich mal da vorne anfangen. So. Das wird aber ein hartes Spiel. Ich glaube, hier müssen wir auch noch ein bisschen mit dem Rasenmäher dran, du. Und ja, also wenn wir größtenteils alles wegkriegen, den Rest macht der Flug, ne? Ist das schon? Nee. Ist die Zapfwelle angeschlossen? Warte mal eben, hier irgendwas stimmt hier nicht. Ach, die Schläuche sind nicht dran. Ah. Warte, ich mach's dir dran. Hinten waren dran, vorne waren sie nicht dran. Ach, vorne, okay. So. Oh. Schmeißen wir den. Wir haben schon eine geile Scheiße gekauft, ne? Das sag ich dir. Oi. Na, das sieht doch gut aus. Ich mach mich rein und fahr hinterher. Ja. Boah, der macht Meter. Wollte ich sie sagen. Kriegen wir denn das Gras aus den Hallen weg? Gute Frage. Ja, da soll der Capone uns mal eine gute Maschine für liefern, dann nützt ja alles nichts. Ja, da kann ich ja mit dem Mähwerk gar nichts machen da dran. Müssen wir vielleicht gucken, dass du nur Frontmähwerk nimmst oder so, ne? Ja, irgendwie so, ja. Ja, wie gesagt, wenn wir ja nicht alles kriegen, dann. Ah, ja, dann ist halt so. Es ist halt so, ne? So, Leute, jetzt wird hier der Rasen weggemacht. Das sieht mir so dunkelgrün aus, das ist doch was anderes, oder? Das ist halt frisches Gras, ja, ne? Ja, ich sehe gerade. Macht euch das meist plus Ding, ne? Hallo, Agro Center, Guido Pecher am Apparat, was kann ich für Sie tun?
Rewald hier, hi. Moin. Ich helfe euch, 37.000 Silage anzubieten. Braucht ihr da was? Ja, sicher, nehmen wir. Okay, ist jemand zufällig gerade da, weil ich bin ja bei euch an einem Handel, da ist niemand? Nee, gerade nicht. Können wir das später machen? Einfach mal irgendwo reinkippen, oder? Ja, kipp mal irgendwo rein. Wie viel Liter Silage war das? 37.000. Das wäre... Notierst du das? Ja, ne? Das wären 9.250. Was habt ihr für einen Preis aktuell bei Silage? Ach, ich kann... Ah, scheiße. Ach, Sven? Ja? Mein Tablet, das spinnt schon wieder. Ich habe auf manche Dinger wieder keinen Zugriff. So, ne? Könntest du mal eben eintragen von den Siegfried Erwald 37.000 Liter Silage, was er uns bringt? Ja. Sind 9.250. Ja. Spaß ein. Jo. Siegfried, ist alles geklärt. Wir machen uns dran. Okay, alles klar. Wir sind hier oben leider am Arbeiten. Wir machen das alles nachher. Ich geh jetzt auch in Silo rein, ne? Jo. Reberhof war das, ne? Ja, ja. Dann überweise ich denen das gleich. Ja. Weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Ich kann da nichts eintragen, nichts. Keine Ahnung. Ja, müssen wir dann nochmal gucken, dass wir dieser Windows 98, das ist ja schlimm. Ja gut, ich hab ja auch noch einen alten Rechner, vielleicht liegt's auch noch daran, ne? Nehmen wir alles hin, kriegen wir alles hin. So. Ach, oh, ja. Verweisung ging gerade raus. Das ist scheiße. Oh, warte, mach du erstmal lang hier. Ja, hier der Rückwärts einfahren soll. Oh. Sven, ich glaube, das wird hier sehr schwer noch. Wieso? Was ist los? Ja, ich komme zum Beispiel nicht richtig ins Silo rein, an den Seiten und so. Aber gut. Ja, gut, dann müssen wir halt gucken, ne? Also notfalls, wie gesagt, Flug und weg. Ja. Wir haben ja übrigens auch noch Silage, ne? Was wir rausnehmen können. Ja, ja, stimmt, da waren ja noch Ballen und so, ne? Ja, die stehen schon draußen. Da müssen wir bloß mal gucken, wie wir die transportieren. Ja. Weil wir haben, glaube ich, nichts, wo wir Ballen aufladen können, ne? Ne, leider nicht, ne. Aber der vom LU. Okay. Ja, da müssen wir denen sagen, dass er uns die Silagebeine runterbringen soll. Oh, mein Telefon, einen Moment. Akkucenter, Landhandel, Guido Pechapparat, was kann ich für Sie tun? Steiger, hallo. Moin. Ich habe hier einen Düngerstreuer, wo soll er denn hin? Landhandel da irgendwo hinstellen, da wo es gerade passt. Ja, alles klar, krieg ich hin. Jo. Jo. Alles klar, dankeschön. Gerne, ciao. Tschüss. Gerade sagt er, ich bin unsympathisch, gerne. Schloch. Den werde ich noch fressen. Den werde ich noch lang machen. Da willst du auch wetten, ey.
Mann. So, Guido, ich bin voll. Ich gehe mal abladen fahren, ne? Ja. Was meint ihr denn, Chat? Wollen wir immer ein bisschen den Fritzel rauslassen, gleich mal vorbeifahren? Hätte ich ein bisschen Bock drauf, aber das ist ein Neuer, ich weiß nicht, ob er es versteht. Es gibt nachher wahrscheinlich nur Stress und Ärger. Das lassen wir mal. So. Also in den Hallen komme ich. Nee, das kannst du knicken da in den Hallen. Das soll da der Kompon mal selber machen. Wo ist denn. Ach scheiße. Sven? Ja. Sollen wir den Capone anrufen wegen Monat um und sowas? Ach so, meinst du wegen unseren Abdrücken? Ja, das ist halt jetzt die Frage, wollen wir da proaktiv hin? Da müssen wir schon machen, ne? Ja, eigentlich schon, weil so wie ich ihn kenne, wird uns wahrscheinlich jemand dann reindrücken dafür. Na pass auf, du kannst ja sagen, dass wir in der Landhandelbilanz sind wir im Minus. Dadurch kannst du halt sagen, dass wir Maschinen gekauft haben, ne? Dass wir da den Monat Minus gemacht haben. Aber bei der Mühle müssten wir was abdrücken. Ja. Ich würde das mal eben noch schnell ausrechnen. Warte mal kurz. Da müssten wir 3650 abdrücken. 3650? 3650, ja. Ja, das ist klar. Ich rufe ihn mal eben an. Ach, das ist hier keine Straße jetzt, sondern nur ein Fußweg, ja? Fußweg, genau. Oh, Telefon, Capone. Ja, guten Tag, Herr Capone. Guido Pech hier, ja, servus. Hallo, Herr Pech. Wunderschön, Ihre Stimme zu hören. Ja. Ja. Du, hör mal. Wollen Sie mir nicht das Gleiche wünschen, oder? Ja, ihre Stimme ist auch bezaubernd, ich weiß, danke. Was gibt's denn? Wie ein Engelsgesang. Ja, natürlich. Du, hör mal, wir müssen ja jeden Monat da diese Kosten da abdrücken wegen Landhandel, Pacht und diesen ganzen Sachen. Richtig. Ja, jetzt pass mal auf, wir haben diesen Monat Minus gemacht. Was müssen wir denn? Wie ist denn das passiert? Wir haben Maschinen gekauft. Ach, komisch. Ja, die Frage ist jetzt... Das ist ganz merkwürdig, dass sie ganz urplötzlich bei ihrer ersten Rate schon Minus machen. Das ist die zweite Rate. Und wo ist dann die erste überwiesen worden? Ja, bei Ihnen. Höchstpersönlich, sie waren so, bei uns am Hof. Ja, schau ich mal. Die Frage ist jetzt, wie wird das jetzt vereinbart? Also, was müssen wir da jetzt tun und machen? Oder wie läuft das jetzt? 2000 Dollar müssen Sie zahlen. Euro, meine ich. Okay. Also aber wenn Sie quasi keinen Umsatz haben, dann mindestens 2000 Euro. Okay, dann überweise ich gleich die 2000 Euro. Und die Mühle, das waren ja 3000 Euro diesen Monat. Was Sie da an Einnahmen hatten? Nee, Einnahmen war mehr, aber durch den... Die 10% meinen Sie? Ja genau, kommen wir auf 3000. Ja genau, dann überweisen Sie das. Okay, also werden es insgesamt 5000 Flocken. Und die überweise ich jetzt an wen? An, den, ja an die Gemeinde. Das war... das ist Rehbach, ne? Ja, genau, Rehbach. So, Rehbach. An Hof überweisen. 5000. Überwiesen. Super, danke. Jo, dann ist das geklärt, ne? Ja, machen Sie weiter. Herr Capone. Ja? Hätten Sie vielleicht mal Bock, heute Abend vorbeizukommen? Und dann? Unterhalten wir zwei uns mal. Über? Ja, können Sie sich aussuchen. Die werden den Mund voll haben. Ich muss nur. Ich leg auf, ne? Bis nächstes Mal. Tschüss. Doch schon bezahlt. Ja, oder so. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Alles klar. Ich bin gleich auf dem Rückweg vielleicht schon mit Gerristen für euch. Super. Ne? Heute sind wir hier im Tempo, die Polizist ist nicht da, aber wir können Gas geben.
Ja, okay, gut zu wissen. Ne? Deswegen. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Alles klar. Weil er hat mir irgendwas gesagt, ihr hättet bei euch auch noch Sachen offen, die ich ihnen nicht bezahlt habe. Du kennst ja Bolleck. Okay, ja. Da weiß ich jetzt nichts, aber gut, lass uns überraschen. Lass uns kommen, genau. Ich sag ein Kilo Bescheid. Ja, ne? Okay, dann sehen wir uns später vielleicht noch. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!